Sami, du selber hast auch mal bei GC Zürich geshootet. Was sind da deine Erinnerungen noch dran? Ja, sehr schön. Ich war noch sehr jung und sicher ein sehr wichtiger Club für meine Weiterentwicklung. Du hast schon bereits unter dem Carlos Bernegger trainiert. Wie hat er sich verändert in diesen Haaren? Er gilt ja als harter Hund, wenn man diesen Trainings zuschaut. Das ist wirklich sehr hart, was er mit euch macht. Eigentlich sehr gross nicht, aber ich kenne ihn vor allem von unseren GC-Zeiten. Und ja, ich habe mich umso mehr noch mehr gefreut, dass er jetzt da Trainer geworden ist, wo man halt ja, noch mal ein Stück mehr Vertrauen kann geben kann. Wie würdest du ihn charakterisieren? Schwierig. Ja, ich denke, es ist ein kaltblütiger Trainer halt. Und der halt seine Emotionen halt immer braucht. Und ja, finde ich halt sehr positiv. Wir haben jetzt am letzten Samstag bereits den ersten Heimsieg können landen unter dem Carlos Bereck. Es war auch der erste Sieg im Jahr gewesen. Ein brutal wichtiger Sieg. Ja, enorm. Und sicherlich sehr schön, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Und da haben wir sehr wieder mal ein grosses Leben wiedergebracht in der Mannschaft. Und sicherlich nehmen wir den Schwung mit für am Sonntag. GC wird sicher mehr Räume bieten als Lausanne noch vor einer Woche frisch. Ist es sicher auch ein Spiel, wie es von dir entgegenkommt? Ja, das sehr. Lausanne ist sehr defensiv gestanden und hat halt sehr Geduld gebraucht. Und jetzt ist halt GC, der halt sehr offensiv spielt. Und sicherlich gewisse Raum werden auf der Seite. Und ja, es wird sicher ein sehr spannendes Spiel. Was für einen FC Luzern darf man erwarten, mit dem Publikum im Rücken? Ich denke, ein bisschen kämpfen und ein grosses Vertrauen. Das heisst, man kann die 3 Punkte budgetieren? Nein, das sicher nicht, aber wir probieren das umzusetzen, was der Trainer uns unter der Woche verlangt hat. Und sicherlich gehen wir mit einer positiven Einstellung in den Match ein und probieren sicherlich die 3 Punkte zu holen. Wir sind überzeugt, dass wir sie werden holen. Danke für den Malpet im Kasami. Danke, merci.